First of all, how have you settled into England? I feel me good. I like England, and I have good experience in the first month in England. Why did you choose to come to Barnsley? Oh, okay, the club said they want a manager with a special style for your club, and the club come to me and asked me if I want or I can vorstellen, was heißt vorstellen? I can imagine the manager, the new manager from Barnsley Club FC to be, and yeah, and this is a new experience for me. It's a big chance for me, and I say yes. I like it, and I'm here. How do you think the start of the season has gone so far? I think the start was good. We had a little bit too much draws. I think we can two win games more than we very satisfied at the moment. We satisfied, and we have good chances to win the games, every game, and we have the chance to play about the promotion this season. I think it's not easy. We see that every week. It's every game is very difficult. But I think we are a young team, and we can play better in the future. And we develop every week more. And I'm satisfied. If we could just move on to EFL's partnership with Mind, so it's mental health charity. How important do you think it is that the EFL have partnered with a mental health charity? Ich denke, es ist schon eine tolle Geschichte, ist dass einfach der Fokus mehr auch auf die den mentalen Stress, den Profifußballer haben, dass darauf mehr der Fokus gelenkt wird, weil es schon in den letzten Jahren deutlich mehr und deutlich schwieriger geworden ist für die Spieler, diesen Druck standzuhalten. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit davon auch was mitbekommt und dass man das Gefühl vermittelt, dass es keine Ausnahme ist, dass es in vielen Bereichen sehr, sehr wichtig ist, diesen Druck standzuhalten und dass man Hilfe anbietet. Und damit geht die EFL, glaube ich, einen guten und wichtigen Schritt nach vorn. So how important is it that you as a manager and your coaches try and support your players in anything? It doesn't have to be mental health, but anything at all, you try and support your players, don't you? Ja, es ist schon wichtig, dass man einfach immer einen Blick drauf hat, dass man versucht, den Spielern zu helfen, weil man natürlich einerseits sehr fokussiert ist auf Leistung und Leistung fordert, andererseits aber auch mit Menschen zusammenarbeitet. Und es ist wichtig, auch diesen Menschen nicht zu vergessen und nicht nur den Profispieler zu sehen. Und trotzdem ist es nicht so einfach für den Manager, weil am Ende immer der Vorgesetzte ist, immer der entscheidet. Und die Schwierigkeit besteht, Schwächen zu zeigen gegenüber dem Vorgesetzten. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen tut es gut, wenn man ein gutes Team um sich herum hat. Im Zweifel auch einen Sportpsychologen, der einfach Ansprechpartner für die Spieler ist und ihnen Hilfe anbietet. Da kann sicherlich jeder Club auch seinen Teil dazu beitragen. If you don't mind me asking about the tragic case of Robert Enke, you were at the club at the time. What was that like at the club, and how did the club overcome it? Es war schon sehr, sehr großer Aufschrei, nicht nur in Hannover, sondern in ganz Deutschland, weil es einfach vorher das Tabuthema Nummer 1 war. Und es hat auch eine lange Zeit gedauert, um das zu verarbeiten. Ein großer Fortschritt war in der Folge die Robert-Enke-Stiftung, die als
als erste Anlaufstelle dient für Menschen, die Probleme haben, wie Depressionen oder eben auch ja, zu viel Druck in ihrem Umfeld oder Leben erfahren. Und dass es eben einfach kein Tabuthema mehr ist. Trotzdem ist es, ich glaube, das haben alle gemerkt, diese Fokussierung und diese Achtsamkeit, die man in dieser Zeit extrem von der Öffentlichkeit entgegengebracht bekommen hat, dass das mit den Jahren immer weniger geworden ist und dass ja, die Gesellschaft einfach schnell weiterzieht und dass man nicht wirklich sagen kann, dass sich sehr, sehr viel verändert hat. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema und zumindest war das der Start, sich mehr damit zu beschäftigen und zu sagen, man ist nicht allein damit, mit diesem Thema. It was quite hard at the time. Nothing much was done about mental health in football. Are you happy to see that more is being done now? Yes, I'm happy about this work, and in German is Voraussetzung. It's basic that the youth academies have Sportpsychologen, also fest angestellte Sportpsychologen, um gerade bei den Jugendlichen schon ja, Hilfestellung zu leisten, um mit diesem Druck, der, wenn sie dann wirklich dieses Ziel Fußballprofi erreichen, sie erwartet, dass sie damit besser umgehen können. Das ist genauso wie die fußballerische Entwicklung, ist es eben auch eine Entwicklung, die mentale Stärke zu entwickeln. Und das finde ich schon sehr wichtig. Ansonsten, wie gesagt, wenn man jetzt 10 Jahre zurückblickt, muss man sagen, dass die Schritte doch noch sehr, sehr in Kinderschuhen stecken und dass die Idee, dass es sich schnell in großen Schritten entwickelt und viel mehr Platz einnimmt im professionellen Sport, zumindest im Fußballsport, noch eine deutlich schwierige Situation ist, das so umzusetzen, wie man es, glaube ich, will.